Ja, meine Damen und Herren, Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Ich habe in 2014 mehrere Filme zu dem Thema gemacht und heute stehe ich vor der Zentrale der Hamburger Arbeitsagentur, diesem riesengroßen Gebäude, mit dem ich bei meinem vorletzten Arbeitsplatz zu tun hatte, aus dem heraus ich gemobbt wurde. Ich bekam diese Arbeit als GWSler, ganztägige Bildungsschule, eine pädagogische Aufgabe, wo Grundschüler an die Ganztagsschule herangeführt werden. Diesen Job bekam ich über diese Arbeitsagentur, und zwar Ende Juli 2013. Bereits im September meldete ich mich erstmals wieder bei der Arbeitsagentur zurück mit der Bitte um ein Gespräch, weil ich war von Mobbing betroffen. Ich schickte eine Mail an meine Arbeitsbetreuerin. Ich bekam keine Antwort. Dann ging es weiter in der Schule mit der Arbeit. Das Mobbing ging auch weiter. Und im Dezember meldete ich mich erneut bei meiner Arbeitsvermittlerin. Und zwar wurde ich vorstellig hier in dieser Zentrale. Und mir wurde gesagt, ich bekomme im Dezember noch einen Termin, wo darüber gesprochen werden kann. Ich bekam aber keinen Termin, keine Einladung, gar nichts. In 2014 versuchte ich verzweifelt, meinen Arbeitsplatz zu halten. Ich war zwar schwerstens unter Druck, aber da die Bezahlung nicht so schlecht war, versuchte ich, die Stelle zu halten als Pädagoge im GWS-Bereich. 3 Monate vor Ende meines einjährigen Vertrags, wurde mir zugesichert, dass mein Vertrag verlängert wird. Dass also nach einem Jahr nicht Ende ist, sondern dass ich, wie auch alle Kolleginnen und Kollegen, übernommen werde. Deswegen meldete ich mich auch nicht arbeitslos, was normalerweise 3 Monate vor Ende eines Vertrags sein soll. Dann kam aber alles anders. Der schlimmste Fall trat ein. Das Mobbing wurde so intensiv, dass ich quasi 2 Monate vor Ende meines Vertrags wurde ich informiert, dass ich doch nicht übernommen werde. Ich meldete mich sogar noch vor diesem Termin, weil ich es schon ahnte, hier beim Arbeitsamt. Und ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, weil die Dame, bei der ich schließlich einen Termin bekam, die ließ mich erstmal zappeln. Ich war eine Viertelstunde vorher schon da. Die Tür war auf, aber 2 Minuten vor Beginn des Termins, gut, musste sie erstmal anfangen zu telefonieren. Wie auch immer, mir wurde von meinem Arbeitslosengeld 1 gleich ein Viertel abgezogen, von 600 Euro gleich 150 Euro weg. Dann wurde noch eine andere Sache bemäkelt. Da ging es aber um eine Sache, die ein Jahr vorher zurücklag. Da wurde ich falsch informiert, hier bei dem Gespräch. Ich hatte einmal das war im Dezember schon, Dezember 2013, hatte ich gefragt, wieso ich auf meine erste Mail hin keine Antwort bekommen hatte, wegen dem Mobbing. Da sagte mir eine Mitarbeiterin von der Arbeitsagentur, ja, Herr Samson, beim Mobbing, da halten wir uns raus, wir verhalten uns neutral. Mit anderen Worten, der Arbeitsagentur ist das scheißegal, ob ich gemobbt werde, selbst wenn ich den Job über diese Arbeitsagentur bekommen habe. Es ist auf der einen Seite verständlich, immerhin, der Arbeitgeber hat mir überhaupt den Job gegeben und für die Arbeitsagentur ist es schwierig nachzuvollziehen, was da wirklich passiert ist. Auf der anderen Seite gibt es, meine ich, so etwas wie eine Sorgfaltspflicht. Das heißt, wenn eine Stelle wie die Arbeitsagentur eine Arbeit vermittelt und auf dieser Arbeit werde ich gemobbt, dann sollte das die Arbeitsagentur auch angehen. Dann sollten die sich auch hinter mich stellen. Gut, davon ist hier nichts passiert. Ich war 4 Wochen krankgeschrieben zu Ende meiner Arbeitszeit. Ich konnte in der Zeit meinen Urlaub nicht nehmen,
aus diesem Grunde wurde mir nach dem Ende der offiziellen Arbeitszeit, das war Ende Juli, für den nicht genommenen Urlaub Geld überwiesen. Das Geld kam im August. Ich gab das selbstverständlich an, dass dieses Geld gekommen sei, in der Erwartung, dass der Betrag für Juli hochgerechnet wurde. Für die Zeit war es ja auch, wo ich den Urlaub nicht nehmen konnte, aber es wurde für August gerechnet. Auf einmal hat die Arbeitsagentur meine Arbeitszeit um quasi 3 Wochen verlängert, auf den 18. bis 19. August. Ich habe das sogar schriftlich. Und ganz seltsam, und zwar mit dem klaren Ziel, mir davon auch noch mal Gelder abzuziehen. Das heißt, von 600 Euro waren mir bereits 150 abgezogen worden. Von den verbleibenden 450 circa wurde mir noch mal die Hälfte abgezogen. Das heißt, für den Monat hatte ich Einnahmen von 225 Euro. Ich sehe in diesem Verhalten eine klare Benachteiligung. Ich werde doppelt bestraft. Jetzt werde ich gemobbt, bin 4 Wochen krankgeschrieben. Das Arbeitsamt kümmert sich nicht, mir ist dem scheißegal. Dann werde ich noch dafür bestraft, dass ich mich angeblich oder tatsächlich zu spät gemeldet habe, obwohl ich Zeugen angegeben habe, die bestätigen können, dass mir versichert wurde, wie auch den Kolleginnen, dass ich fest übernommen werde. So ist der Stand. Ich kann nur allen Zuschauerinnen und Zuschauern raten, die Mobbingprobleme haben, wendet euch nicht unbedingt ans Arbeitsamt. Aber ihr braucht unbedingt Zeugen, die mitbekommen, was passiert, dass ihr nicht nachher noch quasi gezwungen seid zu beweisen. Ich bin im Moment noch so weit. Also mir hat bisher noch keiner vom Arbeitsamt irgendwie geglaubt. Mir wurde die ganzen Gelder einfach abgezogen. Die Arbeitsagentur hat ihre Pflichten der Fürsorge vernachlässigt bzw. versäumt. Das ist für mich ein klarer Beweis, dass meine Arbeitskraft nicht zählt. Ich bin eine austauschbare Nummer. Das geht übrigens allen anderen Arbeitnehmern auch so. Das ist nicht der Grund, weshalb ich mich beschweren würde. Für mich ist der Grund, mich zu beschweren, dass ich offiziell ein Kunde bin, aber Kunden werden anders behandelt. Die werden ernst genommen mit ihrer Qualifikation, mit ihrem Engagement und davon kann hier keine Rede sein. Ich weiß noch, dass ich im Juni letzten Jahres eine Vorladung bekam von meiner Arbeitsbetreuerin, Arbeitsvermittlerin, die sich vorher gar nicht drum gekümmert hatte. Da war ich noch in meinem Job, der Vertrag war noch nicht ausgelaufen, da bekam ich eine Vorladung mit dem Hinweis, auch Bewerbungen mitzubringen, was mich mehr als verdutzt hat. Und mit der Drohung natürlich, wenn ich keine Bewerbung mitbringe, dass dann Gelder gekürzt werden für mein Arbeitslosengeld 1. Ich bekam zu dem Zeitpunkt noch keinen Cent vom Arbeitsamt oder von AGE. Und fand das äußerst komisch, dass mir jetzt schon gedroht wurde. Aus dem Termin wurde übrigens nichts. Das haben wir hier wahrscheinlich gemerkt im Arbeitsamt, in der Arbeitsagentur. Ja, also ich bin sehr unzufrieden. Wir, das heißt die von AGE, von Arbeitsagentur und Maßnahmen Betroffenen, sollten, müssen etwas unternehmen. Die Alternative ist zu resignieren und alle Maßnahmen, alle Kürzungen widerspruchlos hinzunehmen. Dazu bin ich nicht bereit. Danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, heute ist der 1. Januar. Das Geböller gegen Hartz IV ist schon abgeklungen.